Die Schafgarbe gehört zur Familie der Korbblütler und wird bis zu 70 cm hoch. Sie blüht in den verschiedensten Farben von Gelb über Rot bis zu Violett. Medizinisch wirksam ist jedoch nur die weiße Schafgarbe. In der Volksheilkunde wird sie sehr breit eingesetzt. Innerlich bei Magen-Darm-Beschwerden, Appetitlosigkeit, Gallen- und Nierenleiden und vor allem zur Blutstillung. Äußerlich bei Hautentzündungen und schlecht heilenden Wunden. Die Schafgarbe ist eine Pflanze, die ein unglaublich breites Wirkungsspektrum hat. Sie wirkt zum Beispiel auf den gesamten Verdauungstrakt, auf Niere und Blase, auf Herz und Kreislauf und sogar im Sinne einer Blutreinigung. Es gibt in jeder Apotheke eine Schafgarbentinktur. Davon würde ich raten, jeden Tag 3×10 Tropfen immer vor dem Essen in etwas Wasser zu nehmen. Sie können sich aber aus dem frischen Schafgarben auch einen Tee machen. Sie nehmen dann ungefähr einen Esslöffel frische Schafgarbe, geben das in eine Kanne, gießen mit heißem Wasser auf und lassen das mindestens 10 Minuten ziehen. Wenn Sie keine frische Schafgarbe haben, dann können Sie auch getrocknetes Schafgarbenkraut verwenden. Ich rate allen, die sich nicht mehr wohlfühlen, es zumindest mal mit Schafgarbentee zu versuchen. Die breite Wirkung der Schafgarbe erklärt sich durch ihre Inhaltsstoffe. Sie wirken krampflösend, entzündungshemmend, gallefördernd und blutstillend. Deshalb wird Schafgarbe auch schulmedizinisch empfohlen bei Appetitlosigkeit, Verdauungsproblemen und Menstruationsbeschwerden. Wer Schafgarbe einnimmt, sollte auf Kaffee und Wein verzichten. Durch die Kombination entstehen leicht Kopfschmerzen.